Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornal. Wir schauen uns jetzt den Ford Chrome Victoria in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt von RT911 und Chronezilla. Ebenso kommt das Modell von Driver SF und irgendeiner hat noch an Patron mitgearbeitet. Sehr schön. Auf jeden Fall findet ihr das Ganze in der Kategorie Fahrzeuge und dann Autos. Gibt es nur für PC und Mac, ganz klar. Und hier ist das gute Stück. Ford Chrome Victoria Police. 25.000 in der Anschaffung, 1.275 im Leasing, 300 PS Leistung, 125 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Ihr könnt Felgenfarbe, Hauptfarbe und Designfarbe anpassen. Ebenso habt ihr mit Design, Motorausführung, Spotlights, Antennas, Bullbar, Flashers und Droppers insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Config-Blöcke. Warum stellen wir den vor? Wurde gefragt, taucht da was, taucht da nichts, bevor man downloadet. 4 sagen es euch, oder ich sag's euch in dem Sinne. Fangen wir erstmal prinzipiell an. Also Felgenfarbe gibt es in diversen Farben, Hauptfarbe in diversen Farben und die Designfarbe in diversen Farben. Ihr müsst das gute Stück nicht als Polizeiwagen fahren, sondern ihr könnt es rein theoretisch, wenn man jetzt mal hier diesen hier macht, auch und vielleicht noch diesen hier, könnt ihr das auch als stinknormales stinknormale Karre halt nutzen, wenn ihr das denn wollt, wohl bemerkt. Ansonsten fangen wir mal an bei Design. Keine Deagles. Dann gibt es Deagle 1, Deagle 2, Deagle 1 und 2 und Deagle 3. Ja, da steht dann halt sowas drauf wie Bay Police Area. Dann haben wir hier solche halben Reflektor-Dinger da. Dann haben wir das mit den komischen Reflektoren und dann haben wir noch State Police. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Deagles nicht gerade gut aussehen. Motorausführung gibt es V8, V8 und V8 Supercharge. Ändert an den 300 PS in dem Falle nichts. Spoiler hier schon, am Motorsound auch nicht. Spotlights, es gibt keine Spotlights oder Spotlight, also hier vorne so ein Suchscheinwerfer. Antennas gibt es entweder nur Antennas oder Antennas, also mit Antennen dementsprechend hinten drauf. Dann Bulbar, keine Bulbar oder halt Bulbar, kennt man. So, Flashers, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Es gibt keine Flashers. Dann gibt es Police Flashes oder Flashers. Sprich, hier vorne im Grill weiß und rot mit dabei. Dann gibt es nochmal Police Flashers. Dann sind die hier unten raus. Wir haben jetzt hier oben welche drin und hier hinten. Dann gibt es Police W und Secondary Flashers. Heißt, am Ende des Tages hier oben sind welche drin, da sind welche drin, hinten sind welche. Und dann gibt es sogenannten Construction Flares. Was das genau sein soll, kann ich euch nicht sagen. Es sind einfach keine Flares da. Oder Flashers in dem Falle. Gut, Droppers oder Toppers, No Toppers. Dann Police Lightbar. Dann gibt es noch eine Construction Lightbar, die genauso aussieht, wohl bemerkt. Und beim Test auch jetzt nicht so wirklich andere Funktion. Und Taxi. Okay. Das war's. Ich habe noch mal ein bisschen was vorbereitet. Schauen wir uns den ganzen Spaß mal an, wie man das hier sehen kann. Wir sehen erstmal hier das als Polizeidesign. Hier jetzt einfach nur schwarz gefärbt. Ne? Komm ich später noch drauf zu, weil da gibt es noch mehr oder weniger einen interessanten Fakt. Schauen wir uns das Ganze erstmal prinzipiell hier an. Wir sehen, LS19 Texturen sind nicht wirklich mit dabei. Also diese UMDI-Dinger hier. Wir haben kein direktes Feedback so wirklich mit dabei. Prinzipiell haben wir hier, ich gehe mal, mach mal den hier, sehen wir bei den Reifen, gut, stinknormale Straßenbereifung, wird aber auch nicht wirklich hier aufgeschrieben, was es ist. Ihr seht aber, wir haben da drin extrem Pixelbrei bzw. Fragmentfehler mit drin. Das ist nicht so pralle. Wenn wir uns das Ganze hier von den Texturen her selber mal anschauen, sieht man halt, es ist relativ platt. Man sieht teilweise noch die, ich nenne es mal Kanten. Ne? Also ihr seht das ja hier so, ne? Also man sieht hier so zack, wie das irgendwie zusammengesetzt ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Spricht schon mal nicht so wirklich dafür. Ansonsten haben wir vorne das Ford-Logo, das ist schön. Wir haben so mehr oder weniger ein Kennzeichen. Ein bisschen verdreckt, ein bisschen verpixelt, ein bisschen verbreit, leider Gottes. Ansonsten Blinker, vorne dementsprechend die Leuchten. Die Bullbar hier selber sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Wenn wir uns das Ganze hier oben anschauen, sehen wir Windschutzscheibe, ist ja ganz klar. Wir haben hier oben jetzt die Flasher drin, wir haben hier oben das Polizeiding, die Polizeileitbar mit drin. Hier haben wir halt dementsprechend hier vorne dieses Deagle von der State Police mit drin. Ist halt auch leider arg verpixelt und es passt halt auch nicht wirklich. Also von daher, hinten die Antennas. Die sehen soweit eigentlich in Ordnung aus. Hinten dann nochmal das Kennzeichen, Bremslichter, Blinker, was man halt so kennt. Und dann halt dementsprechend noch die Flashers.
Naja, also eher mittelmäßig, um ehrlich zu sein. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an, wird es nicht gerade besser. Wir haben theoretisch drei Spiegel, die sind soweit eigentlich auch in ihrer Form, aber ihr seht schon, funktioniert nicht. Kommen wir gleich dazu. Das Lenkrad würde ich nicht angreifen wollen im echten Leben, um ehrlich zu sein, wie das aussieht. Ansonsten seht ihr auch vorne die ganze Armaturenfront und Co. Das ist alles nur Grafik. Hier bei den Türleisten, ja, wurden direkt aus Minecraft importiert, so wie das ein bisschen aussieht. Und ihr seht auch hier, der Rest inne ist nicht wirklich ansehnlich. Also das ist eher mehr meh als eh. Ich meine, das hat man bei manchen Fahrzeugdingern ja, aber das ist halt wirklich nicht so geil. Ich meine, im Außenbereich mag das Schleichen, aber im Innenbereich, also Texturen eher so mittelmäßig bis schon, ja, nicht gut, würde ich fast mal sagen. Nicht gut, um es freundlich auszudrücken. Hören wir uns mal den Sound an. Nun, es ist schon mal kein Standard-Sound, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, vielleicht hätte es der Standard-Sound hier sogar vielleicht besser getan. Ich meine, dieses Blubbern nenne ich es jetzt einfach mal hier, wenn die Karre nicht fährt, das ist so im Standgas am Ende des Tages, ja, ist okay, aber es passt nicht wirklich so zum Fahrzeug. Ich meine, es ist ein V8, der da drin ist, ohne Frage, aber die Dinger drehen meines Erachtens nach nicht so auf. Also ich habe mir schon viele Cop-Videos angeguckt aus dem Amiland. Ich mag die Fahrzeuge, ja, aber die blubbern nicht so. Also beim besten Willen nicht. Also von daher auch eher so eine Sache. So, kommen wir mal zum spannenden Teil des Ganzen, und zwar die Funktionalität. Also, wie man sich vielleicht schon denken kann, gehen die Spiegel nicht. Okay. Wie man sich vielleicht auch denken kann, haben wir hier inne bei den Armaturen nichts, was irgendwie, ja, animiert, beleuchtet oder sonst was ist, ne? Also hier drin ist halt, das ist, man kann so sagen, der Innenraum ist Deko. Deswegen schauen wir uns den Außenbereich an. Ihr seht erstmal, wir haben hier vorne noch eine Kamera an der Motorhaube. Und wenn wir wieder in den Außenbereich reingehen, ist die Kamera immer vorwärts zum Fahrzeug gerichtet. Also nicht hinten, sondern vorne dran. Man muss jedes Mal nach hinten gehen, ist auf jeden Fall auch noch ein Fehler. Blinker sind im Außenbereich, aber da reflektieren in dem Fall auch. Das ist schon mal schön. Ansonsten gibt es halt Standlicht mehr oder weniger. Dann sind die Blinker hier vorne permanent gelb und das leuchtet. Dann gibt es das normale Fahrtlicht und dann gibt es noch dieses Spotlight-Licht hier. Na, kann man auch separat mit Numpad 5, Numpad 6 ein- und ausschalten. Obwohl Numpad 5 dann das normale Fahrtlicht ist und Numpad 6 das Spotlight. Okay. Über Position 1 könnt ihr dann euer komplettes Feuerwerk zünden. Ne? Also in dem Falle, je nachdem, wie viel ihr hier dran gebaut habt. Da muss ich sagen, das sieht ordentlich aus. Das funktioniert soweit auch. Also das reflektiert alles. Ne? Wir haben hier vorne, gehen einzeln die Scheinwerfer nach links und rechts an. Das funktioniert soweit. Also diese Flashlights bzw. diese Lightbar, das funktioniert. Ja, muss man sagen. Ne? Wird auch hier drinnen dann dementsprechend ein bisschen helle. Aber das Ganze funktioniert soweit schon mal ohne Probleme. Selbst wenn ich jetzt hier Licht noch mit anmache, kann man immer noch vorne erkennen, dass die Lichter links und rechts halt angehen, genauso wie hier hinten. Ne, wirkt halt alles so ein bisschen wie Disco, ist ja ganz klar. So, vom Block noch nicht abschrecken lassen, komme ich noch dazu. So, prinzipiell haben wir, wenn wir hier die Funktion genauer anschauen, auch noch mit den Maustasten zwei Funktionen. Linke Maustaste gedrückt halt nach oben und nach links und rechts können wir hier den Motorhaube öffnen. Das Ganze geht auch relativ weit. Da können wir uns hier den Motor anschauen. Ist natürlich in dem Sinne auch größtenteils nur irgendwelche Bildchen, die da drauf geklebt worden sind, die auch nicht wirklich gerade gut aussehen. Das pixelt leider alles so vor sich hin. Mit der rechten Maustaste können wir das Spotlight bewegen. Mache ich einmal den hier, mache ich einmal kurz hier das ganze Gedöns aus. Mach nochmal den Spotlight an, halt die rechte Maustaste gedrückt und dann kann ich, wenn ich vorwärts und rückwärts mache, kann ich hier die Lichtquelle in dem Falle drehen. Das Objekt ist auch animiert, wie ihr sehen könnt. Also da geht nicht nur der Lichtkegel bzw. der Lichtkegel geht rum. Weil, wenn man das sich genauer mal anschaut, ich meine, so passt das hier. Warte mal, ich mach das mal aus. Ne? So passt das ja hier, mehr oder weniger soweit. Aber wenn ich jetzt hier anfange zu bewegen, mach das dann aus. Seht ihr das? Also, das Aussteigen dafür. Ne? Hier. So sieht das dann halt aus. Es bewegt sich dann halt leider Gottes weg. Ja, kann man machen.
ist Geschmackssache, möchte man vielleicht noch sagen. Aber sobald das Ding nicht mehr in der 100% geraden Position ist, wirkt das dann etwas verloren. So, gehen wir mal wieder einen Tag rüber rein. Wir haben natürlich auch eine Sirene. Naja, hört es euch mal an, könnt ihr über X anmachen. Ist halt permanent das Yelp, da gibt es auch wie gesagt nur eine Dings. Tonqualität jetzt nicht so geil. Gerade das halt logischerweise auch wie Sau, weil wir es irgendwo aufgenommen oder aus irgendeinem Video rausgezogen. Naja, naja, naja. So, zum Thema Fahrphysik, also 123, irgendwas in der Richtung wurde ja angegeben als Maximalgeschwindigkeit. Nun, wir fahren schneller, wir können bis zu 200 fahren, wie ihr seht. Die Fahrphysik lässt halt logischerweise auch ab einer gewissen Geschwindigkeit, ihr seht hier schon nach. Wird dann auch ein bisschen träge, prinzipiell hält er sich aber. Was ich halt relativ witzig finde, sobald wir schneller werden, zieht es uns hier dermaßen in den Sitz nach hinten rein, sodass wir dann ein vergrößertes FOV haben. So gefühlt. Na, ihr seht das Ganze, wenn ich jetzt hier bremse, kommen wir wieder vorne mit ran. Das ist noch so die Geschichte. Ansonsten Lenkung und Co. funktioniert alles. Wie gesagt, ab 100 km/h wird es dann aber alles ein bisschen schwammig dazu. Das gleiche gilt natürlich, wenn wir hier über Bordsteine drüber fahren. Gut, das ist jetzt hier ganz klassischen Fall. Thema Lok, ihr habt schon gesehen, wir haben drei Errors. Wir haben eine und zwei Warnings. Die Errors kommen einmal mit dazu, weil irgendwelche Shader XML und irgendwas mit irgendeiner DDS-Datei oder zwei DDS-Dateien nicht richtig arbeiten. Die Warnings kommen dazu, weil die Sirene in WAV ist, also Windows Audio Video und nicht in OGG. Jetzt nur eine kleine oder zwei kleine Anekdoten im Privatbereich. Wenn ihr beispielsweise hier nichts mit drauf habt, aber trotzdem Position 1 klickt, habt ihr vorne die Lichter, die dann mit hin und her eiern. Und jetzt vielleicht noch eine witzige Sache dazu. Wenn wir, halt, das waren die Flashers, die wollte ich nicht. Wenn wir ein Taxischild drauf machen, wo haben wir es hier, und ich beim Taxi das Ganze anmache, habe ich hier oben diese Taxileuchten auch, die Flächen. Naja, ich denke mal, man kann die Frage beantworten, ist so, wenn ihr unbedingt ein geiles RP-Projekt habt und ihr braucht amerikanische Polizeifahrzeuge, von denen es jetzt nicht so viele gibt, kann man das machen. Man sollte den Innenbereich schmeiden und vielleicht einen eigenen Sound mit einfügen, aber ansonsten ist das eher noch sehr ausbaufähig, ja. Da gibt es einige bessere, von den deutschen Dingern mal ganz abgesehen, ja. Also von daher eher nicht. Nur für ganz, ganz liebevolle Menschen, die, nicht für ganz liebe, sondern für ganz, ganz Liebende, die das unbedingt haben wollen. In dem Sinne, trotz all dem Download-Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.